Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, dem alten Biersüffler. Heute auf dem Gabentisch wieder ein Dosenbier aus der Dose, spendiert bekommen vom Drachen 83. Dankeschön an dieser Stelle, und zwar das heutige Bierchen hört auf den Namen Fürstenberg Pilsner Premium. Ja, der hopfenherbe Charakter und kommt aus Baden-Württemberg, und zwar aus der Donau-Eschingen. Hat insgesamt hier, wie viele Umdrehungen? 4,8%, okay. Klassisch für einen Pilz. Ja, Fürstenberger Brauerei, ist klar. Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hopfenextrakt. Ja, und kommt hier in dieser Dose. Untypisch eigentlich. Pilz, ne? Grün, sage ich ja mal wieder. Hier eher so ein bisschen so, aber doch, könnte man schon sagen, ist ein Pilz, ne? Ja, und vom Logo her halt so ein bisschen blau gehalten, ne? Fürstenberg, ja, Bierkultur seit 1283. Mein lieber Herr Gesangsverein. Ja, finde ich jetzt vom Design her gut. Da sind noch so ein paar schöne, so in Chromfarben, ne? So ein paar Hopfen hier ein bisschen abgebildet drauf. Das Pilsner so ein bisschen geschwungen. Ja, gut. Ist jetzt keine Stilikone, ne? Wollen wir mal gucken. Machen wir mal auf das Ganze. Offen ist die Dose, das ist schön, hab schon wieder Bierdurst. Ja, und schön Gläschen hier, unser Probiergläschen haben wir auch frisch ausgespült, würde ich sagen. Lassen wir laufen. Zack, ja, läuft sehr gleichmäßig hinein, finde ich gut. Oh, schaut mal. Oh, da ist auch ordentlich was los im Glas. So, kriegen wir ein Blümchen hin, ja. Oh, sogar ein recht gutes Blümchen. So, zack, den ist es. Was haben wir da? Ganz klar ein Bier. Gibt sich als Bier zu erkennen, finde ich gut. In meiner Wahrnehmung ist es ein Bier, und zwar ein recht hübsches Bier. Tatsächlich wie ein Pilz, so schön spritzig sieht es auf jeden Fall schon mal aus. Bei einer wirklich, ja, phänomenalen Blume, die sieht ja mal wirklich wie gezeichnet aus. Fantastisch. Und die ist locker mal eben zwei Finger breit, finde ich sehr gut. Absolut feinporig, richtig fluffig, keine Krater, linear, schneeweiß und wow. Doppeldaumen nach oben, Alter. Das ist schon interessant hier vom Aussehen her. Jo, von der Seite wirkt sie zwar so ein bisschen grobporiger, aber ist tatsächlich feinporig. Sieht sehr lecker aus. So, schauen wir mal, wie das Ganze von innen drin aussieht. Ja, dementsprechend ist der Blumenteppich astrein, also keine Risse, keine Löcher. Ja, Mittelgold, würde ich sagen. Schön erdig, saftig, so wie es sein soll für ein gutes Pilz. Alles andere als wässrig. Spritzigkeit ist vorhanden, allerdings jetzt auch nicht so viel. Bildet sich ein bisschen Kohlensäure. Ja, perlt gut nach oben vom Boden. Glasboden aus nach oben. Bisschen unregelmäßig, aber okay. Jo, finde ich gut. Schaum bleibt an der Glaswand haften. Zeugt von Qualität. Ja, kann es nicht lassen, ne, mit der Ästhetik. Leute, das ist geil. Das sieht geil aus. 10 von 10 Punkte. Höchstwertung hier für die Ästhetik. Von der Optik her gefällt mir das sehr gut. So stelle ich mir einen Pilz vor. Finde ich gut. So, dann wollen wir mal gucken, was das Ganze zu riechen hat. Also den Duften wir mal anschnuppern. Ja, mild. Erstmal sehr mild. Hab Schwierigkeiten, ein paar Aromen rauszuriechen. Das, was ich rausgerochen habe, ist definitiv, so wie ich mir auch einen Pilz vorstelle, eine gewisse Hopfenherbe. Die merkt man schon. Also eher wenig würzig, eher wenig malzig. Ein bisschen Getreide, okay. Kann man vielleicht herausschnuppern, aber mit viel Fantasie, sage ich mal. Ja, also es ist ein bisschen schwierig. Also es ist, scheint sehr mild zu sein jetzt. Ja, so ein bisschen herbe, das riecht duftig durchaus raus. Allerdings, ja, eher so ein bisschen milder das Ganze. So, ich gebe noch mal kurz ein bisschen rein. Riecht das hier vielleicht? Ne, da auch. Mann, von der Optik her ist toll. So, Leute, jetzt machen wir mal
Antrunk, ne? Den lieben wir, den Antrunk, wisst ihr Bescheid. Auf euch zum Wohl, ihr Lieben. Auf das Bier und auf den Genuss. Also der Antrunk, bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Eher unspektakulär. Also ich würde sagen mittelweich. Der Mundraum ist gut ausgehöhlt. Von der Vollmundigkeit möchte ich jetzt nicht sprechen. Ich weiß, ich bin noch mal ein bisschen pingelig. Aber da hatte ich schon durchaus Besseres gehabt, sage ich mal. Wo wirklich mehr Vollmundigkeit ist auch, ja. Das ist hier ein bisschen... Man merkt zwar das, was da ist beim Antrunk, aber irgendwie nicht so wirklich ausgeprägt. Also es ist nicht spritzig, es ist erstmal nicht süffig, es ist nicht weich und geschmacklich, muss ich sagen, verdammt neutral. Also ich hatte gerade Schwierigkeiten, ob ich da nur Wasser schmecke oder Bier, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin gerade ein bisschen verwundert. Ja, auch an dem vorderen Zungenbereich passiert auch recht wenig. Ja, Leute, kann ich nichts sagen. Also vom Antrunk her ist das Ganze extrem mild. Also mit viel Fantasie. Und wenn ich mir jetzt wirklich so vorstelle, okay, das ist ein Bier und vom Geschmack, dann würde ich jetzt sagen, okay, man merkt so eine leichte Säure hervor. Mit einer bitteren Nuance vom Hopfen. Ja, das könnte ich vielleicht so herausschmecken. Ich warte noch mal kurz ein bisschen, sodass sich der Mundraum wirklich richtig gut damit vorbereitet mit dem Mund. Ja, mit den Aromen. Es ist was Bitteres auf jeden Fall. Das ist da. Fürstenberg. Ja, jetzt enttäuscht mich mal nicht. Sieht so gut aus. Ist ein bisschen. Machen wir mal Mittelteil. Nee, also passiert nichts. Mein Gott, jetzt sind wir auch verwöhnt geworden, war mit der Zeit. Die Freunde, wirklich, da passiert ja gar nichts. Also ich würde jetzt nicht denken, dass das ein Bier ist. Ohne Scheiß jetzt. Also das hätte man mir jetzt hinstellen können, dann würde ich fast sagen, dass es ein alkoholfreies. Ist ja neulich schon vorgekommen, ne? Da haben sie ja auch zurückgerufen da. Weil da haben sie ein alkoholfreies verkauft und da war Bier drin, ne? Und dann umgekehrt genauso. Aber es war eine andere Brauerei, nicht, dass ich das Falsche denke. Ja, 4,8%, also eigentlich, ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, vom Körper her, es ist jetzt nicht wässrig, um Gottes Willen. Es ist richtig schön saftig, so wie es aussieht auch. Aber es ist halt null irgendwie an Geschmack, was rauskommt. Also da ist nichts irgendwie, das ist so flach alles. Genau, das ist der richtige Ausdruck, das ist flach. Das ist eines mit, oder es ist sogar das flacheste Bier, was ich in meinem ganzen Leben getrunken habe. Da passiert ja gar nichts. Da merke ich weder was vom Hopfen, also nur so ganz leicht, so ein Puster, ja, so das merke ich vielleicht. Getreide merke ich nicht, eine Fruchtigkeit merke ich nicht, Säure merke ich nicht wirklich, Lieblichkeit, Süße merke ich nicht, würzig merke ich nichts, rau merke ich nichts, samtig merke ich nichts, also eigentlich ist da gar nichts so. Das Einzige so ist so ein, ja, mittelweiches Brauwasser. Das schmecke ich raus. Ich versuche auch gerade schon ein bisschen mit der Zunge noch im Mundraum zu spielen. Ja, doch, Alkohol ist drin, das merkt man aber. Sowas hatte ich ja noch nie gehabt.
Nee. Leute. Machen wir noch schnell einen Abgang fertig. Okay. Abgang hier im Halsbereich ist es samtig, da geht es runter. Und man, es bleibt, was übrig bleibt, ist tatsächlich herbe. Das muss man ganz klar sagen. Also, das ist so ganz mild, so wirklich, so richtig mild. So. Da kommt so eine säuerliche Herbe hervor, was aber auch nicht bitter ist. Eher so, so herbsäuerlich, so in diese Richtung. Aber wirklich ganz minimal. Ganz, ganz minimal. Ja, fassen wir mal zusammen. Fürstenberg Pilsner Premium ist somit das leichteste Bier, was ich in meinem ganzen Leben getrunken habe. Das ist für mich eigentlich so leichter sogar noch als alkoholfreies Bier. Und bin ich nicht so der Freund von, muss ich sagen. Also ich mag eigentlich mehr so urige, kräftigere Biere, die wirklich auch mindestens ein, sage ich mal, mindestens ein Aroma, eine Nuance, die wirklich irgendwie hervorsticht irgendwie, ja, so die so in den Vordergrund tritt. Und das ist hier gar nichts. Also hier ist alles, die beste Bezeichnung für dieses Bier ist flach. Es ist einfach flach. Es mag abgestimmt sein, das schon. Das ist auch so eine, steht ja auch drauf, die hopfenherbe Charakter, also der hopfenherbe Charakter. Da ist auf jeden Fall so das Einzige, was man auch merkt, das könnte durchaus der Hopfen sein. Aber sonst, ja. Wie bewerten wir denn das? Haben wir das neue Bewertungssystem, ne? So, jetzt hätte ich ja, jetzt wäre ich ja gemein, ne, wenn ich jetzt das erste Mal die Nullpunkte wählen würde, ne? Das ist, also ich sag mal so, ich würde mir kein zweites davon holen. Ist schwierig. Ist wirklich schwierig. Ja, weil es mir nicht geschmeckt hat. Ich gebe 2 von 5 Punkten, / 6 Punkte, ist es mir wert, wie gesagt, aber das liegt hauptsächlich subjektiv am Geschmack. Es gibt bestimmt Leute, könnt ihr mir vorstellen, Frauen oder so, die jetzt nicht ganz so was Kräftiges mögen, so, die könnten darauf vielleicht klarkommen, oder Einsteiger vielleicht, die das erste Mal Bier in ihrem Leben trinken, für die ist das vielleicht geeignet, aber ich glaube, so Bierhedonisten oder so, die würden, glaube ich, irgendwas anderes dann kaufen, was mehr Aussagekraft hat. So. Und damit sind wir fertig hier mit den Fürstenberg. Ich sage trotzdem danke an den Drachen 83 für die Dose. Habe ich es mal probiert. Ist die erste übrigens aus der Kiste, die mir nicht geschmeckt hat. Aber okay. Damit bin ich draußen. Ciao, euer Biersüffler.